So, Zwischenstand an der Gabel. Ich will ja versuchen, die Gabel mit möglichst wenig ja, Kostenaufwand zu reparieren. Hier war ja die Öldichtung kaputt. Ich habe jetzt die Gabel auseinandergenommen, habe das Casting abgezogen, über Nacht austropfen lassen, habe jetzt die Staubdichtung, das Staubabstreifer ausgebaut. Das geht einfach. Hier mit so einem möglichst breiten Schraubenzieher. Vorher sollte man diese Federn, diese Spiralfedern abnehmen, damit die nicht kaputt gehen. Und anschließend kann man hier mit einem dünnen Schraubenzieher hier die darunterliegenden Sicherungsringe ausbauen und dann wieder mit dem großen Schraubenzieher hier die Öldichtung abnehmen. Das sind ganz normale Simmerringe. Die muss ich jetzt mal ausmessen. Ich glaube, das ist 40er Außendurchmesser, 30er Innendurchmesser und ja, Höhe muss ich jetzt mal gucken. Wenn das so stimmen sollte, dann sind es einfach Standardmaße, die man ja bei eBay kaufen kann für kleines Geld oder keine Ahnung. Ich hoffe, dass es so ist und halte euch jetzt auf dem Laufenden. So, ein Simmerring ist sauber gemacht. Ich habe ihn jetzt gerade ausgemessen. Also es ist wirklich 40er Innendurchmesser, 30er, Quatsch, 40er Außendurchmesser, 30er Innendurchmesser und 8 mm Höhe. Das heißt, diese Ringe kriegt man nach wie vor. Für die Gabel gibt es nämlich Service-Kits seit 2008 oder sowas nicht mehr. Schade eigentlich, weil das ist eine echt gute Gabel. Und die Newell Stock Service Kits, die man noch kriegt, die kosten Heidengeld, also irgendwie so, keine Ahnung, 40, 50 Euro. Aber die Simmerringe, die kosten im Handel, ja, ich würde mal sagen, so 2,50 € das Stück. Muss gleich mal gucken. Es steht auch sogar drauf, man sieht es nur nicht. Also es sind NGK. Simmerringe, die für Mazzocchi hergestellt wurden. Ich höre das mal ein bisschen hoch. Hier auf der Außenseite, da steht das Mazzocchi, da oben. Und irgendwo steht auch sogar 3048/8. Habe jetzt nochmal nachgemessen, weil Kontrolle ist besser und so. Auf jeden Fall mit dem Wissen kann ich jetzt weitermachen und kann mir die Simmerringe bestellen. Und während ich auf die Simmerringe warte, dann hier das Casting sauber machen. So, hier jetzt noch ein kleines Update zum Thema Gabelöl. Ich habe das jetzt hier alles reintropfen lassen. Normalerweise ist ja das Öl, das ist jetzt hier oben noch so ein bisschen golden klar. Das Öl, was in der Gabel war, das ist einfach, ja, man sieht es, schwarz. Richtig krass. Die Gabel wird wahrscheinlich noch nie geserviced. Dafür ist sie echt gut gelaufen. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn da frisches Öl reinkommt, nachdem die Dichtungen angekommen sind, wie sie dann wieder läuft. Also am Anfang war sie ja schon gut. Und wenn dann das frische Öl drin ist, dann muss sie wieder richtig gut gehen. Die steht jetzt hier, wartet jetzt auf die Dichtung. Alles andere ist schon gemacht. Ja, und ich halte euch dann auf dem Laufenden.